Vielleicht kommt euch diese Situation bekannt vor. Ihr kommt in das Büro eures Chefs, seht dort auf dem Schreibtisch eine Rechnung, die ihr an seinen Kunden schickt und euch fällt auf, das sind ja ziemlich ordentliche Stundensätze, die dafür euren Einsatz aufgerufen werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kommt dieser Stundenberechnungssatz zustande und wie entsteht die Differenz zwischen eurem Stundenlohn und dem Preis, den euer Chef am Ende dem Kunden in Rechnung stellt? Das schauen wir uns in diesem Video anhand einer Beispielrechnung mal etwas genauer an. Jeder weiß, ein Jahr hat 365 Tage. Davon müssen wir bei unserer Berechnung aber einige Abzüge machen. Der durchschnittliche Kundenmonteur, der kommt auf 207 Arbeitstage im Jahr und damit 1377 Stunden im Jahr, die euer Chef einem Kunden in Rechnung stellen kann. Bei einem Stundenlohn von 22,56 Euro sieht es zunächst so aus, als würde euer Chef pro Stunde kräftig verdienen. Aber wenn wir Sozialabgaben und weitere Geldleistungen hinzurechnen, dann steigen die jährlichen Kosten für einen Monteur auf knapp 59.000 Euro. Diese 59.000 Euro, die müssen also erwirtschaftet werden, damit der Monteur den Betrieb weder belastet noch einen Gewinn einfährt. Das ergibt die sogenannten Lohnselbstkosten von knapp 43 Euro pro Stunde. Ein Betrieb hat jedoch normalerweise mehr als einen Monteur. Nehmen wir mal einen Betrieb mit 2 Kundendienst und 4 Baustellenmonteuren. Hier entstehen nicht nur Lohnkosten, sondern auch leistungsunabhängige Kosten, zum Beispiel für Verwaltung, Material, Werkzeug, Miete und mehr. Diese Kosten fallen an, egal ob gearbeitet wird oder nicht. Sie müssen deshalb auf die produktiven Stunden umgelegt werden. Für unseren Beispielbetrieb ergibt das zusätzlich gut 40 Euro pro Stunde. Bei einem Stundensatz von knapp 83 Euro macht der Betrieb also weder Verlust noch Gewinn. Natürlich werden Betriebe aber nicht gegründet, um der Menschheit eine Freude zu machen, sondern um Gewinn zu erwirtschaften. In unserem Beispielbetrieb peilen wir jetzt mal einen Gewinn von 35.000 Euro im Jahr an. Umgelegt auf die Arbeitsstunden aller Mitarbeitenden ergibt das gut 4 Euro pro Stunde. Um mit dem Betrieb nicht nur über die Runde zu kommen, sondern am Ende des Tages auch Gewinn zu erwirtschaften, ist also ein Stundenlohn von 87 Euro notwendig. Und diese 87 Euro, die stehen dann am Ende auf der Rechnung an den Kunden. Wir fassen zusammen. Vergleicht man den Stundenlohn des Monteurs auf der einen Seite mit der Rechnung an den Kunden auf der anderen Seite, so zahlt dieser am Ende fast den vierfachen Betrag für die Dienstleistung. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass der Chef seine Mitarbeitenden über den Tisch zieht. Ganz im Gegenteil, der Preis ist sauber kalkuliert und das Ergebnis aus Lohnselbstkosten und leistungsunabhängigen Kosten. Das waren jetzt ganz schön viele Zahlen, aber keine Angst, das ganze Rechenbeispiel könnt ihr euch ausführlich nochmal in unserem Beitrag auf haustech.de anschauen. Im Text findet ihr noch mehr Infos und Zahlen, zum Beispiel zu den leistungsunabhängigen Kosten und zu Materialaufschlägen. Den Link dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Abonniert auch unbedingt unseren Kanal, um keine kurz erklärten Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.